Diese kleine Glücksfee entscheidet am Abend über das Programm. Sie zieht die Reihenfolge, in der die Pfarrer predigen dürfen. Trotz auflockernder Musik und guter Stimmung im Publikum ist da natürlich auch noch das Lampenfieber. Ich gebe offen zu, bei einer 20-minütigen Predigt bin ich lange nicht so aufgeregt vor einer vollen Kirche wie jetzt hier bei diesem Predigtslärm. Es ist eine andere Hausnummer, es ist eine andere Liga, es ist einfach eine komplett andere Situation. Kamera ist da, eine Band ist da, das ist was anderes und ich bin nervös, aber ich freue mich unwahrscheinlich. Ich war nicht sicher, ob ich überhaupt teilnehmen soll, ob die Form wirklich angebracht ist. Da fiel mir auf, dass im Alten Testament die Propheten manchmal auftraten auf dem Marktplatz und in Reimform oder sogar in einem Lied genau ihre Kritik an der Gesellschaft auf den Punkt brachten. Ich habe mir gedacht, okay, dann probieren wir das mal. Ich habe sowas in der Art noch nicht gemacht, aber ich denke, die Radioandachten bei Radio Mainwelle, die ja auch manchmal alternative Texte sind und natürlich mein kabarettistisches Wirken mit dem Weißblauen Bäffchen als Zammgebicht ist eine gute Vorbereitung drauf. Aber ich bin gespannt, was für ein Publikum kommt und ich bin schon ein bisschen aufgeregt, wie auch mein Text ist jetzt nicht so andächtig, sondern schon eher fränkisch, lustig, wie der ankommt. Als allererste Weihnacht war, da war ich auch unter die Leute. Bei Kaspar, Balthasar, Melchior, ich schaue der König aus Bayern. Etwa seit 2007 gibt es das Format Predigtslam in Deutschland. Der erste Bayreuther Slam in einer Kirche setzt wie das Poetry-Vorbild auf mehr oder weniger poetische Texte und auf das Voting der Zuschauer. Dazu kommt eine begrenzte Redezeit von 4 Minuten. Also meine große Hoffnung ist, dass die Predigt, die Andacht, dass das lebendig ist, dass die Gemeinde merkt, wie lebendig das sein kann, dass wir Pfarrer merken, wie lebendig wir eine Predigt und eine Andacht machen können und dass da viel Luft nach oben ist und dass vielleicht auch mehr Leute in den Gottesdienst kommen. Ja, das wünsche ich mir schon auch. Und dass das Ganze einfach so interaktiver wird. Zum 50-jährigen Jubiläum der Bayreuther Friedenskirche hat der Pfarrer eine Idee umgesetzt, die er schon länger mit sich herumträgt. 7 Kollegen waren sofort dabei. Wenn wir spontan helfen, wenn wir gefragt sind, ob bei einer Frau, einem Mann oder Kind geben und teilen macht reicher, das gilt für Bayreuth und noch viel weiter. Wir müssen denen in Not helfen, ob hier, ob dort, bei uns in der Nachbarschaft oder an einem anderen Ort. Da gehe ich so im Badeanzug an der Glasscheibe vom Schwimmbadkiosk vorbei und wenn mein Kind mich nicht im richtigen Moment wegzerrt Richtung Wasserrutsche, ist es auch schon passiert. Ich schaue hin Am Ende des Abends kürt das Publikum den Gewinner. Gewonnen hat der Prediger, bei dem die Zuhörer am lautesten und gleichzeitig schönsten das Lied »Der Mond ist aufgegangen« singen. Vor der Siegerehrung tritt der Spoken-Word-Artist Marco Michalzig auf, ein professioneller Poetry-Slammer aus Darmstadt. Ich meine, da steckte ja in jedem mindestens so eine Message zum Mitnehmen irgendwie drin. Das war alles sehr pointiert und so auf den Punkt. Ich fand ganz, ganz schön, irgendwie am Anfang gab es dieses Bild, wahrscheinlich sitzt Jesus, würde Jesus heute eher so in der Raucherecke sitzen und mit den Leuten abhängen, die man nicht so in die Kirchen reinlässt oder die da irgendwie rausfallen. Das fand ich ein schönes Bild so. Das werde ich wahrscheinlich noch so ein bisschen mit mir rumtragen. Und die Predigtslam-Gemeinde kürt gleich 2 Gewinner. Die Weidenberger Pfarrerin Stefanie Lauterbach und den Bayreuther Pfarrer Hannes Schott. Beide bekommen das laut schönste Lied »Der Mond ist aufgegangen«.